Gut, jetzt PCB-Toxizität, da haben Sie jetzt schon einiges gehört. Auch Herr Bossert und Herr Schneuwili haben das TEQ oder das TEF-Konzept sehr schön eingeführt. Wie gesagt, es ist kein genotoxisches Problem, es ist kein Mutagen oder eben potenziell krebserzeugend. Aber was man auch weiß, dass es ein Tumor-Promoter ist. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Initiator hätten in der Form eines polyaromatischen Kohlenwasserstoffes, der dann an einer Zelle zu einer genetischen Veränderung an DNA führt, dann könnte es natürlich sein, dass das PCB eben als Tumor-Promoter wirkt. So heute würde man vielleicht sagen Booster. Es gibt dann Veränderungen an Haut, Leber. Sie sehen das hier auch im Falle hier dieser Patienten, das Ende der 60er Jahre, als PCB-kontaminiertes Öl in Reisöl kam und die Leute das dann leider konsumiert haben. Aber da muss man einfach sagen, das braucht dann schon grammweise PCB, das diese Leute aufgenommen haben, um eben dann solche Bilder zu produzieren. Auf der anderen Seite sind es genau diese Bilder in der Presse, die dann unsere Risikowahrnehmung etwas durcheinander bringen. Oder halt eben diese Hyperpigmentierung bei einem totgeborenen Kind hier aus diesem Fall aus Japan. Dann auch der Verdacht eben, dass der Fischotter, der natürlich 1 bis 2 Kilogramm Fisch pro Tag konsumiert, relativ viel PCB ausnimmt und eventuell auch auf Basis dieser dann ausgestorben ist. Heute weiß man aber, dass wir in der Schweiz schon wieder einige Fischotterpopulationen haben. Übrigens auch im Schweizer Nationalpark, wo man so Speibollen der Auswurf der Fischotter gefunden hat. Eben, wie gesagt, einfach, es braucht schon eine höhere Exposition. Allgemein muss man sagen, diese Effekte hier oder viele der Effekte, die man gefunden hat über PCB in Tieren und Menschen, kann man auch darauf zurückzuführen, dass es eine Mischexposition ist, weil eben PCB, wie schon erwähnt, als Spuren auch Dioxine, vor allem die polychlorierten, die Benzofurane enthalten. Also eine Mischexposition und viele der Effekte kann man sogar auf diese polychlorierten, die Benzofurane zurückführen. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Wege jetzt über Materialien, die PCB belastet sind, wie das hier in diesem Schema ersichtlich ist, wie schlussendlich PCB in unsere Umwelt gelangen, in den Boden, in die Gewässer. Auch hier Recycling ist ja auch heute noch ein Thema. Also auch zum Beispiel haben wir mal Recycling-Toilettenpapier, verschiedene Toilettenpapier und diese Handtücher untersucht. Und da sieht man auch, je dünkler und recycelter und günstiger das ist, enthält es auch mehr PCB. Das kommt dann natürlich auch in unsere Gewässer. Am Schluss landet es eigentlich jetzt in den Hühnern, in einem Schaf, in einer Kuh, die auf der Weide ist, oder in dem Gewässer halt auch im Fisch. Nun, wir nehmen halt PCB auf über die Nahrungsmittel hauptsächlich, das ist eigentlich der große Teil. Und Sie sehen jetzt hier, was die Schweizer Bevölkerung so durchschnittlich zu sich nimmt, sind 1,75 Pikogramm pro Kilogramm Körpergewicht und pro Tag nehmen wir zu uns. Und was ist jetzt ein Pikogramm? Das ist jetzt ein Billionstel von einem Gramm, das ist eine unwahrscheinlich kleine Menge, die wir da zu uns nehmen. Die WHO sagt, wir sollten so auf 1 Pikogramm sein, die EFSA früher 2 Pikogramm pro Kilo Körpergewicht und Tag oder eben 14 Pikogramm pro Kilo Körpergewicht und Woche. Es gab aber neue Studien aus Russland, diese Russian Children Studie, wo man eben gesehen hat, dass doch, wenn Exposition gegenüber PCB stattgefunden hat, sich da Effekte, Spermienreproduktion oder Probleme mit dem Dentin der Zähne gibt. Und dann hat die EFSA, das ist ja ein Komitee auch, die zusammensitzen, da entschieden, dass man das jetzt von 14 Pikogramm auf 2 Pikogramm reduzieren soll. Also das ist eine riesige Reduktion, nochmal so einen Faktor 7. Also das können wir heute über die Nahrungsmittel können wir gar nicht einhalten. Das würde riesige Probleme auch geben. Das ist aber die Recommendations der EFSA. Nur zum Vergleich, wenn man jetzt einen reinen Dioxin-Zuckerwürfel hätte von 4 Gramm, oder? Und den verteilen wir jetzt auf die gesamte Menschheit, über diese 8 Milliarden Menschen, dann wäre jeder Mensch 3,6-fach über der tolerierbaren täglichen Aufnahme. Einfach, dass Sie mal diese Dimensionen sehen. Es braucht also relativ wenig, damit wir das überschreiten. Das ist jetzt nicht eine Sache toxikologisches Problem, das ist mehr wirklich eine Sache, die aus dem Lebensmittelbereich kommt, wo halt irgendwelche Risiken berechnet werden und sagt, wir müssen uns schützen. Und diese Abstände zu einer toxischen Wirkung, die sind wirklich riesig, oder?
Jetzt der Spöhl, da wurde ja, habe ich gehört, schon an einer anderen Polukonf darüber berichten, möchte jetzt auch nicht zu detailliert darauf eingehen, einfach bei Revisionsarbeiten da im Jahre 2015, da gab es da einen PCB-Eintrag in den Spöhl durch belasteten Korrosionsschutz und irgendwelche Unterdruck- oder Überdruckverhältnisse, die da in dieser Staumauer geherrscht haben. Und danach ging es natürlich los. Untersuchungen im Sediment, in Fischen haben dann gezeigt, ja, eine erhöhte PCB-Belastung liegt dort vor. Man hat dann auch begonnen, im Juni 2017 den ersten Bereich hier unter der Staumauer bei Punta Algal zu sanieren. Da sehen Sie dann noch ein paar Bilder dazu. Und es wurde dann eigentlich vom Amt für Natur und Umwelt dann auch verfügt, dass man jetzt quasi die Hälfte dieser Strecke hier, etwa bis hierhin, dann eigentlich auch sanieren muss. Das heißt, 50 cm Sediment rausnehmen, Filtration machen, die Feinpartikel eliminieren und das Gröbere kann dann wieder zugefügt werden. Und auf diese Weise kann man irgendwie 80-90% des PCBs, das im Sediment vorhanden ist, dann eliminieren. Da gab es natürlich Einspruch von Seiten des Schweizer Nationalparks, der natürlich will, dass die ganze Strecke bis hier unten zum Ausgleichsbecken in Ofa-Spinn saniert wird. Das kostet natürlich dann viel mehr. Sie können sich vorstellen, wie viele Millionen das etwa betragen würde. Dann hat man im Herbst 2020 dieses tote Uhu-Weibchen gefunden. Das hat jetzt vielleicht dem Nationalpark gerade noch in die Hände gespielt, um etwas Druck aufzubauen. Wir werden dann sehen, dass dieses Uhu-Weibchen wirklich sehr stark belastet war. Eine erhöhte PCB-Belastung der Fische im Spöhl war aber bereits aus Mitte der 90er Jahre eigentlich bekannt. Das sieht dann so aus in diesem Bereich des Toastbeckens, wenn da saniert wird. Sie sehen, das ist ein sehr enger Abschnitt. Dort geht es gerade noch im Bereich des Toastbeckens, kommt man noch einigermaßen mit den Geräten hin. Wenn es dann aber hier weitergeht, dann wird es halt immer schwieriger. Und deshalb kann man sich vorstellen, dass das, ich sage jetzt irgendeine Zahl, wahrscheinlich im Bereich von 10 bis 20 Millionen kosten würde, wenn man diesen ganzen Bereich sanieren wollte. Wir wurden dann auch mal angefragt, ein Gutachten zu machen. Eine deutsche Firma hat behauptet, wir haben so eine Bakteriensuppe. Wir könnten da mit 30 Lastwagen und der Bakteriensuppe dann nach oben fahren, das in den Spöhl lassen. Die Bakterien gehen dann ins Sediment und bauen dann PCB ab. Das geht für viele chlorierte Chemikalien, aber für aromatisch chlorierte Chemikalien funktioniert das eben nicht. Das war jetzt dieser Uhu, der da gefunden wurde. Es war ein Weibchen, 3 Jahre alt, abgemagert, 1,3 Kilo. Normalerweise ein großer Uhu kann also bis 3 Kilo schwer sein, sehr tiefes Gewicht. Organe aber jetzt, Uni Bern hat das untersucht, pathologisch nicht verändert. Da hat man mich angerufen, gefragt, könnt ihr das analysieren? Da habe ich gedacht, ja, der Uhu, der hat, das wird nicht so eine Belastung haben, weil der ist ja da quasi terrestrische Tiere aus dem Nationalpark, einem sauberen Gebiet. Und habe gesagt, ja, mit der Menge Material, die ihr mir liefert, könnte das knapp werden. Das war dann aber eine totale Fehleinschätzung. Ich musste dann, weil ich 1,5 Gramm Fett für die Analyse verwendet habe, dann das Gerät und den Injektor dann wirklich sehr gründlich reinigen, weil die Signale einfach explodiert sind, oder? Und hier sehen Sie, das waren dann 550 Mikrogramm pro Gramm Fett. Das gibt dann, wenn man das in die Total-PCB etwa ausrechnet, eben mit diesem Faktor 5 oder auch hier die Summe der Tribishepta nimmt, irgendwo ist man dann im Bereich von 1 Milligramm pro Gramm, also wirklich eine deutliche Belastung. Man muss aber sagen, dass dieses Gewebe, ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, was das für ein Gewebe war, ist das jetzt Leber, ist das Hirn gewesen, wo vielleicht noch eine Disposition der PCB zum Akkumulieren vorhanden ist. Was man aber sagen kann, der Uhu hat auch schon viele PCBs metabolisiert. Von einem technischen Gemisch haben sie etwa 150 sogenannte Kongenäre. Und der hat also wirklich sehr viele, die metabolisierbar sind, wirklich herausgearbeitet. Und hier sehen Sie halt, das sind dann schon die hochchlorierten PCB, die da vorhanden sind, die Hexa- und Heptachlor-PCBs. Bei den Dioxinen ähnlich haben Sie jetzt auch schon mitbekommen, da gibt es eben die verschiedensten Vertreter, das sind 12 Stück. Und da sehen Sie hier zum Beispiel PCB 126, oh, das ist ja eigentlich ganz tiefe Konzentration. Jetzt muss man aber bedenken, der hat den höchsten Toxizitätsäquivalentfaktor im Vergleich zum Dioxin. Dem toxischen ist das 1/10, also 0,1. Und die anderen PCBs, die haben so 3/10000 und noch geringere
Toxizitätsäquivalenzfaktoren. Also, obwohl in geringer Konzentration macht er am Schluss für das Toxizitätsäquivalent das Business. Das ist eben ein so schön planarer, der dann in der Zelle an den Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor bindet und da die Antworten in unserer Zelle auslöst. Vergleichen wir jetzt das nochmal, was man in dem Uhu hat. Nehmen wir an, der Uhu, der wäre jetzt ein Poulet, das man kaufen könnte, oder? Dann dürfte das Poulet da nur 40 Nanogramm pro Gramm drin haben. Oder eben 3 Picogramm TEQ. Also in den Lebensmitteln sind diese Werte extrem tief. Er würde also diese 40 Nanogramm hier um einen Faktor 4, 10.000 überschreiten und hier auch um einen Faktor 6.700 mal höher als der Toxizitätsäquivalenzwert. Das sind so die Werte, die wir hier akkumuliert haben, 10, 20, 30, 40 Picogramm pro Gramm Fett, die wir in uns drin haben. Sie bräuchten also jetzt weit über 1000 Picogramm, um da irgendwo eine Enzyminduktion festzustellen, die in unserer Leber passieren würde. Dann hat man so Abschätzungen gemacht, der Nationalpark hat dann gesagt, ja, der hat sich spezialisiert, dieser Uhu, auf Fische. Das kann auch sein, ich möchte jetzt nicht dagegen sprechen, habe aber auch keine Beweise dafür. Der müsste dann aber schon zweimal pro Woche so eine 200 Gramm Forelle während diesen 3 bis 4 Jahren zu sich nehmen, um dann diese Menge zu akkumulieren. Aber man muss auch sagen, die ganze Abschätzung der Totalkörperbelastung ist einfach nicht so eine einfache Sache, wenn Sie nur ein kleines Gewebe bekommen. Das ist dann eigentlich relativ schwierig. Aber er hat wirklich sehr hohe Werte gehabt. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Das sind Dioxine auf dem Bauernhof. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, manchmal haben die etwas Geld, sagen wir, machen wir eine Studie. Da haben sie eine Studie gemacht, man hat gesagt, okay, man weiß, dass die extensive Mutterkuhhaltung, extensive Produktion tendenziell in Kalbfleisch immer etwas näher an den erlaubten Grenzwert kommt. Dann haben wir gesagt, machen wir so eine Studie, haben 53 Höfe untersucht und haben dann festgestellt, wie man sie hier sieht, ein Hof, zwei Hof, drei Höfe, die diese Höchstkonzentration, die erlaubte, überschreiten. Man hätte jetzt sagen können, okay, 95% der untersuchten Lebensmittel sind okay, so what? Aber das ist einfach ein Problem. Wenn Sie diese Unterschreitungen haben, nochmals analysieren, mehrere Proben vom Hof ziehen, kann es sein, dass einer dieser Höfe dann okay ist, aber der hier oben, der hat irgendwann ein Problem. Und man muss auch sagen, dieser Bauer war gesperrt während 10 Monaten rund, hat man da rumgebastelt, waren da die Leute vom BLV vor Ort, haben x Proben untersucht, haben nicht herausgefunden, wo ist die PCB-Quelle. Dann habe ich schon mal gesagt, in einer Sitzung dann später, haben wir gesagt, das gibt es jetzt Zenec in der Rempa, den holen wir. Aber nach 10 Monaten, oder? Da habe ich in Bern gesagt, an einer Sitzung, ich will auf den Bauernhof, ist man da gegangen und ich bin sicher, wenn jeder von euch dabei gewesen wäre, reingelaufen wäre, hätte er gefragt, diese Wandfarbe, wann wurde die aufgetragen? Dann hat der Sohn des damaligen Bauern hat dann gesagt, also der heutige Besitzer hat gesagt, das war in den 70er Jahren, da gehen die Alarmglocken schon auf, haben wir dann beprobt. Die Suva schaut jetzt weg, wir haben ohne Handschuhe gearbeitet, hat aber auch irgendwie funktioniert, ist ja nicht so problematisch, das PCB. Die Probe gezogen, einen Tag später wusste man, das war die Quelle. Und jetzt sehen Sie hier, an der Wand sieht man schon, das ist schon fast die Form einer Kuh, die sich da ab und zu so ein bisschen an der Wand reibt. Und Sie sehen auch, es braucht wirklich nicht viel. So ein Flitter hier im Stroh, ein bisschen Strohaufnahme, so ein Flitter rein, das reicht, um eine ganze Kuh auf den IPCB-Max-Wert zu bringen. Und da hat man auch die Frage gestellt, viele Materialien da drin waren dann kontaminiert. Man hat dann auch die Frage gestellt, oder ich habe gestellt, ist das die einzige Farm, der einzige Bauernhof, der so eine Farbe benutzt hat? Es gibt 40.000 Rinderfarmen. Bis heute war auch mit dieser PCB-Begleitgruppe, die man gegründet hat, war man nicht fähig, irgendwie zu sagen, wir haben etwas Geld, wir machen eine Pilotstudie in einem Kanton und untersuchen diese Wandfarben. Man kann das aussortieren anhand der Jahrgänge der Höfe und so weiter. Das wäre also möglich und das sollte man irgendwo auch mal machen. Gut, hier nochmals diese Überschreitung, die Dioxin-ähnlichen PCB 4,4 mal drüber. Aber jetzt Alarmzeichen, die IPCB oder nicht dioxinähnlichen PCB, die waren eben 12 mal drüber. Und das ist immer ein Indiz, wenn Sie solche Werte sehen, da muss eine technische PCB-Quelle vorhanden sein.
kritische Situation für den Bauern, wie erwähnt, das ist sein Lebensunterhalt. Müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie von heute auf morgen nichts mehr verdienen würden, was für ein Stress das auslöst. Jetzt, wenn wir da eine Abschätzung machen würden, Sie nähmten das auf, was die WHO oder was die Schweizer Bevölkerung so jeden Tag zu sich nimmt, lebenslang, jeden Tag, dann wäre das diese grüne Linie, irgendwann kommen Sie ein Gleichgewicht. Jetzt nehmen wir an, wir würden 50 Gramm von diesem hochkontaminierten Fleisch essen, plus natürlich, was wir sonst noch zu uns nehmen, das gibt die blaue Kurve in diesem Pharmakokinetikmodell und die rote Kurve, wenn wir sogar jeden Tag 100 Gramm essen. Der Schweizer isst aber Kalbfleisch irgendwo im Bereich von 10 Gramm pro Tag durchschnittlich. Also das ist ein Worst-Case-Szenario. Und am Schluss, ob Sie sich quasi normal ernähren oder jetzt dieses kontaminierte Fleisch essen, haben Sie einen Faktor von 2 in Ihrem Fettgewebe Unterschied. Oder? Jetzt müssen Sie sich fragen, ist das wirklich so dramatisch oder nicht? So, das war dann die Renovation. Freundliche, herzlichen Dank auch an Urs Wagner für diese Bilder. Wie dann saniert wurde, Kosten der Sanierung 70.000, totale Kosten rund 240.000, wenn man alles mit hineinrechnet. Man hat dann ein Jahr später, nach dieser wunderbaren Sanierung, da waren die Kühe wieder im Winter im Stall, haben im Sommer dann geboren und hat die Kälber Ende Jahr untersucht, einen Rückgang von fast 70%. Ein sehr schönes Ergebnis. Jetzt noch schnell etwas zu diesen Holzschutzmitteln in der wenigen Zeit, die noch bleibt. Pentachlorphenol, 1989, Anwendung in der Schweiz bereits verboten. DDT, eher ein Insektizid, aber leider viele Jahre auch eingesetzt worden in Holzschutz mit dem Begleitverbindung oftmals Lindan. Ein Vertreter der Pyretroide, die jetzt auch im Brennpunkt sind für das BAFU. Pyretroide auch im Einsatz als Pflanzenschutzmittel und problematisch für Gewässer. Es gab so eine Villa aus den 1980er Jahren, die man da untersucht hat, weil die Person, die da drin lebte, die Frau vor allem, das war so ein reicher Anwalt aus Deutschland, die hat da wirklich über Kopfschmerzen, hat gesagt, ich habe starke Kopfschmerzen, mir ist übel, es geht mir nicht gut. So ein bisschen typische allgemeine Symptome vielleicht für eine Vergiftung könnte es auch sein. Dann hat man untersucht, was da im Holz war, riesen Holzgebälke in diesem Gebäude, so 70er Jahr Mövenpick-Restaurant-Style und hat das analysiert, da sieht man hohe Belastungen, mehrere tausend ppm. Was kann man machen? Sie können eben, weil dieser Stoff relativ gut über den Urin ausgeschieden wird, an Zucker gebunden, können Sie eigentlich den Urin analysieren. Das hat man dann gemacht und hat bei dieser Frau, 46-jährig, 280 Mikrogramm pro Liter gefunden. Und etwas später, als sie da schon nicht mehr so viel drin war, geht der Wert runter, 150 Mikrogramm pro Liter. Beim Mann und beim Sohn sind wir so bei irgendwie 40 bis 50 Mikrogramm. Es gibt da diese Human Biomonitoring-Werte aus Deutschland auch, die sagen quasi so, wir haben den HBM1, 25 Mikrogramm pro Liter, Suche nach einer möglichen PCB-Quellung. 40 Mikrogramm, jetzt müsst ihr aber etwas machen und sanieren. 5 Mikrogramm wird so als Referenzwert angesehen. Also wir könnten auch bei jedem von uns Pentachlorphenol im Urin nachweisen. Wir nehmen das auch über die Nahrung in sehr geringen Mengen zu uns. Gut, also 40 Mikrogramm pro Liter würde dann schon sagen, jetzt müsst ihr die Quelle wirklich eliminieren. Man hat auch in der Luftmessungen gemacht, allerdings relativ tiefe Temperaturen. Je höher das die Temperatur ist, kann man auch vorstellen, dass diese Werte, die man gefunden hat, die auch schon etwas kritisch sind, dann irgendwo noch ein Faktor 2 bis 3 höher sein können. Sanierungskosten sicher irgendwo im Bereich, vielleicht, das ist eine ganz grobe Schätzung, 200.000 bis 600.000 Franken. Dann ein zweites Beispiel, das war eigentlich ein Bewohner eines solchen Hauses, der hat Kassensturzsendung gesehen, das war ein Psychiater, der hatte gedacht, ich habe das vielleicht auch in meiner Wohnung, hat den Trägercheck gemacht, gesehen, jawohl, man findet dort PCB, eine starke Quelle ist vorhanden. Dann sind wir vor Ort gegangen, wir haben Luftmessungen gemacht und man sieht auch dort, wo sie so Holzpanelen haben, dass sie eine höhere Luftkonzentration finden im Büro. Relativ unten, weniger Belastung. Man hat den Morgenurin untersucht, relativ knapp an diesem HBM1-Wert von 25 Mikrogramm pro Liter lag der dran. Aber da ist klar, diese Holzpanelen, wenn man will, nimmt man sie raus, ersetzt sie und hat das Problem dann eigentlich gelöst.
Gut, was sind die Messages, die ich mitgeben möchte? PCB, relativ geringe akute Toxizität, aber wir akkumulieren das halt über unsere Nahrung und wir wollen genug Sicherheit haben, dass uns da über viele Jahre und Jahrzehnte nichts passiert. Weniger ein Problem haben wir jetzt auch gehört vom Arbeitnehmerschutz her. Das heißt nicht, wenn Sie irgendwo arbeiten und sanieren, dass Sie sich nicht schützen müssen, überhaupt nicht. Aber für die Umwelt und die Nahrung ist es halt ein Problem, weil dort die Werte in der Gesetzgebung relativ tief drin sind. Und Holzschutzmittel, wie wir gesehen haben, können Sie wirklich Effekte haben. Diese Effekte in dieser Frau, die können Sie wirklich zurückführen auf diese Belastung mit Pentachlorphenol. Und auch wenn wir gesunde Gebäude haben wollen, wenn wir recyceln wollen, wenn wir diesen Kreislauf unterstützen wollen, dann müssen wir aber auch darauf achten, dass belastetes Material nicht in diesem Kreislauf drin bleibt. Und da braucht es halt wirklich Analysen, die diese Stoffe, die kritisch sind, identifizieren. Und jetzt herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit.